Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Wie ihr natürlich am Intro leicht habt erkennen können, ist dieses der nächste Teil der Lesung des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich habe das ja, glaube ich, im letzten Teil schon angekündigt. Ich werde es hier auf jeden Fall nochmal eben wiederholen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Buch jetzt so schnell wie möglich durchzulesen und durchzuarbeiten, sowohl in Deutsch wie auch in Englisch, und das dann zu veröffentlichen, dass ich in Deutsch mein nächstes großes Mammutprojekt annehmen kann, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Ich habe die ersten 50, 60 Seiten von der Geschichte der Inquisition von Henry Charles Lear gelesen und naja, das ist jedenfalls das, was als nächstes auf euch zukommt, ein echtes Mammutwerk. Wie ich das bildermäßig verarbeiten werde, das weiß ich noch nicht. Hier mache ich ja im Augenblick auch diese Videos auf eine neue Art und Weise, nämlich dass ich das PDF, was ich ja habe, hier lese und daneben ein paar Bilder reinstelle. In diesem Video werden das ein bisschen weniger Bilder. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft wird. Mir persönlich gefallen diese Videos besser, weil das so ein bisschen so ist wie... Naja, es ist zwar vorher aufgenommen, weil ich nehme es ja jetzt auf und lade es dann erst später hoch, aber es ist irgendwie so live, ne? Weil das, was ich jetzt spreche, das, was ich dann in dem Augenblick vor mir sehe, das seht ihr ja auch. Also mir macht es irgendwie mehr Spaß so. Und noch wichtiger als Spaß, ich muss so nicht ständig die Videos noch bearbeiten. Also die Videobearbeitung ist wesentlich leichter für mich, weil viel schneller im Grunde, weil dieses Video ist ja auf diese Art und Weise schon fertig. Und das spart mir natürlich Zeit. Und mir geht es ja nicht darum, tolle Filme zu machen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil wenn ich wirklich tolle Filme machen wollte, tolle Videos machen wollte, dann hätte ich mir ein ganz anderes Videoprogramm gesucht als so ein einfaches Windows Movie Maker und da nur Bilder reingeklatscht. Dann würde ich mich darauf zuspitzen und würde lernen, wie man richtige Videos macht und würde euch damit unterhalten, aber ich will nicht unterhalten, ich will aufklären. Ich will die Wahrheit an den Mann bringen. Und die Wahrheit an den Mann bringen, da braucht man keine tollen Bilder für, da braucht man die Wahrheit für. Und die steht geschrieben. Die steht geschrieben in der Bibel auf der einen Seite. Und viele säkularen Schriftsteller, hauptsächlich protestantische Schriftsteller, hauptsächlich Schriftsteller, die aus der römisch-katholischen Kirche geflüchtet sind, wie zum Beispiel Edmond Paris, der ja als Katholik geboren wurde, geben uns die Geschichte auch wieder. Und ich finde das wichtig, zur Aufklärung und den Leuten deutlich zu machen, wer der Antichrist ist und deutlich zu sagen, auf welchen Christus sie ihr Geld setzen sollen. Nämlich nicht auf den der römisch-katholischen Lehre oder Kirche, sondern auf den der Bibel. Das ist der einzige wahre Jesus Christus. Und den kann man dadurch erkennen, wenn man die Lügen dieses Systems aufdeckt. Und für die Lügen dieses Systems aufzudecken, braucht man Leute, die die Geschichte kennen, die Jesuiten verfälscht haben. So, und damit wären wir im Grunde genau da, wo wir hinwollen. Nämlich, wir wollen hin auf die verborgene Geschichte der Jesuiten. Diese Jesuiten, die die Geschichte verdrehen und uns irgendwas als Geschichte verkaufen wollen, was nicht Geschichte ist, diese Jesuiten haben eine Geschichte. Und diese verborgene Geschichte, weil das machen die natürlich nicht öffentlich, diese verborgene Geschichte hat sich Edmond Paris zur Aufgabe gesetzt, aufzuschreiben. Wir sind hier auf Seite 62 in dem PDF-Buch. Das also Deutsche habe ich nur als PDF, das Englische habe ich auch als Original von Brett Norman geschenkt bekommen. Seite 62 von 163, also ist noch ein ganzes Stück bis zum Ende. Und ich hoffe, dass es euch gefallen wird, diese Art Videos auf diese Art und Weise zu beschauen, weil so wie es im Augenblick aussieht, werde ich wohl die Videos auf diese Art und Weise weitermachen. Nun, im Augenblick seht ihr hier noch Dinge eingefärbt in Gelb hier zum Beispiel und in Grün und so. Das ist ein Zeichen, dass ich das schon vorher gelesen habe. Ich denke nicht, dass die nächsten Videos, dass ich da auch noch oft die Zeit haben werde, die Sachen vorher zu lesen, sondern ich werde es dann eben beim ersten Mal lesen und Kommentare dazu abgeben, soweit wie ich es selbst verstehe, weil
Wenn ich es selbst noch nicht gelesen habe, ist es für mich ja auch neu. Ich kenne das Buch nur auszugsweise. So weit und so gründlich, wie ich es jetzt hier lese, habe ich es selbst noch nicht getan. Gut, das sollte jetzt zur 5 Minuten Einleitung, das sollte jetzt aber genügen, um euch in die richtige Stimmung zu bringen und dass wir jetzt das Buch lesen und besprechen, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Parry. Wir befinden uns immer noch im Abschnitt 4, das ist die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft, hier jetzt im Kapitel 6, nachdem wir ja vorher Kapitel 5 gelesen hatten. Das endete mit, aber ach, über den Dreck der Asche Frankreichs. Ja, das ist übrig geblieben, als die Jesuiten ihre Macht da zwischen Anführungszeichen verloren hatten. Das Einzige, was übrig blieb, das war die Asche Frankreichs. Das Land selbst war ausgesaugt, verbrannt. So wie es immer passiert, wenn die Jesuiten weggehen. Deswegen der verbrannte Erde. Ja, auch ein Ausdruck, den der Zweite Weltkrieg ein bisschen geprägt hat. Ne? Na gut. Gut, dann fangen wir erstmal an. Die Jesuiten in Rom, der Syllabus. Ja, da geht es um den Syllabus der Fehler. Ein Syllabus, ein Enzyklikel vom Papst Pius dem IX., Pio Nono. Und wollen wir mal schauen, wie weit wir hier durch Edmond Parry da reingehen. In einem Buch von Abt Brugeret findet sich in dem Kapitel Die Geistlichkeit unter dem Zweiten Kaiserreich die folgende Passage, Zitat: Immer mehr wurden besondere Anbetungen, alte oder neue, gepflegt, zu einer Zeit, wo noch, zum Nachteile der nüchternen Vernunft, Romantik die Sinne pries. Die derart lange vom kalten Hauch des Rationalismus zurückgehaltene Verehrung von Heiligen und ihren Reliquien hatte neuen Elan bekommen. Dank den Erscheinungen in La Salette, ja, also muss hier eben das Dinge deutlich sehen lassen, dadurch, ich das sehe, dass das läuft hier. Dank den Erscheinungen in La Salette, das ist in den französischen Alpen, und in Lourdes, ja, also die Maria-Erscheinungen, wie wir auch von Fatima her kennen, erlangte die Verehrung der heiligen Jungfrau außerordentliche Beliebtheit. Die Wallfahrten zu diesen durch Wunder privilegierten Orten mehrten sich. Hierzu gibt es im Englischen ein Buch, das sehr empfehlenswert ist. Das möchte ich euch mal eben erzählen. Ich habe, wenn ich in meinem Auto sitze und zu meinen Kunden fahre, dann höre ich mir immer die Aufnahmen aus dem Archiv von First Mountain Radio von Tom Fress an, im Augenblick von 2009. Und da liest er im Augenblick, also in 2009, im September, Oktober, das Buch Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Also Königin von Rom, Königin des Islam und Königin von allen. Und das Buch befasst sich ausschließlich mit diesen ganzen Marienerscheinungen, was dahinter steht, wer dahinter steht, welche Botschaften dahinter stehen. Die ganze Geschichte, all dieser Dinge. Also das ist unglaublich lesenswert. Ich habe mir das Buch komplett angehört von Tom Fressler und man kann sich das gratis runterladen und ich werde sehen, dass ich den Link in die Beschreibungsbox dieses Videos mit rein tue. Wenn nicht, dann googelt einfach das Buch Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Und dann findet ihr das selber als PDF gratis im Internet. Neue Anbetungen wurden vom französischen Episkopat, also dem Bischofsapparat, favorisiert. Herzlich und dankbar begrüßte er, der französische Bischofsapparat, im Jahre 1854 die das Dogma der unbefleckten Empfängnis, also das ist das Dogma, dass Maria, die Mutter Jesu Christi, durch besondere Gnade Gottes ohne Erbsünde empfangen worden sei, verkündende Enzyklika von Pius dem IX. Nun, über die unbefleckte Empfängnis, da würde ich gerne mal wissen, ob jemand von euch mir da eine Bibelstelle nennen kann, wo in der Bibel drin steht, dass Maria unbefleckt empfangen wurde, ja? Also ohne Gottes Erbsünde. Wobei auch das Gottes Erbsünde, was hier steht, katholische Lehre ist. Es gibt keine Erbsünde. Aber wir sind alle geboren in Überschreitung des Gesetzes. You're all born in trespasses and sins, wie es im Englischen heißt. Ich kann jetzt den deutschen Teil da nicht von raussuchen, aber so heißt es im Englischen. We are all born in trespasses and sins, also in Übertretung und in Sünde. Aber es gibt keine Erbsünde und es gibt keine Erbsünde, keine initiale, keine Adamsünde, nach der wir alle verdammt sind. Das ist katholische Lehre.
Jedenfalls oder ebenfalls der Episkopat war es, der im Jahre 1856 in Paris zur Taufe des Reichsfürsten zusammenkam, welcher Pius den IX. Darum bat, dass aus dem Herz-Jesu-Fest ein feierliches Fest der universalen, also katholischen Kirche, gemacht werden sollte. Diese wenigen Zeilen zeigen deutlich den unter dem Zweiten Kaiserreich durch den Jesuiten ausgeübten entscheidenden Einfluss auf Frankreich wie den Heiligen Stuhl gleichermaßen. Wie wir bereits früher in diesem Buch sahen, waren und blieben sie die großen Propagatoren, also Propagandamacher, für besondere Anbetungen, alte oder neue. Diese spürbare und geradezu sinnliche Frömmigkeit machte die Massen in religiösen Dingen übertrieben gewissenhaft. Frauen insbesondere. Was jene betrifft, so müssen wir zugeben, dass sie Realisten waren. Die Zeiten, wo sich die Allgemeinheit als Ganzes, Gebildete wie Ungebildete, eingehend mit theologischen Fragen beschäftigte, waren vorbei. Bereits unter Napoleon III., den wir ja bereits in einer vorigen Lesung kennengelernt haben. Ich hole hier eben gerne nochmal das Bild mit rein von Napoleon III., über den wir ja im 5. Kapitel gesprochen hatten. Intellektuell war der Katholizismus mit seiner Karriere am Ende. Mehr notwendigerweise, denn infolge ihrer Ausformung war es demnach, dass sich die Söhne Loyolas während des 19. Jahrhunderts und heutzutage angestrengt haben, abergläubische Religiosität zu wecken. Insbesondere unter Frauen, die das Gros der Herde bilden. Sein sollte dies ein Gegengewicht zum Rationalismus. Für die höhere Mädchenbildung förderte der Orden die Gründung mehrerer Frauenkongregationen, also Orden. Die berühmteste und einflussreichste dieser selben ist die Kongregation der Damen des Heiligen Herzen Jesu, Dame du Sacré-Cœur. Sie zählte 1880 bereits 105 Häuser mit 47.000 Arbeiterinnen und besitzt namentlich in den vornehmen Kreisen einen großen Einfluss. Zitat von Böhmer. Was die Marienverehrung angeht, die den Jesuiten stets so lieb und teuer war, ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Ignatius von Loyola war ja nach seiner Vision, die er von Maria hatte, so angetan, dass er überhaupt erst diesen Jesuitenorden gründete. So wurde sie durch die unter dem Zweiten Kaiserreich sehr gelegen kommende Erscheinungen, die eine kleine Lourdes Hirtin hatte, deutlich gefördert. Genau dies geschah 2 Jahre, nachdem Pius IX. Auf Betreiben der Societas Jesu das Dogma von der unbefleckten Empfängnis in 1854 verkündete. Die wichtigsten Taten dieses Pontifikats waren allesamt Siege für die Jesuiten, deren allmächtiger Einfluss auf die römische Kurie sich immer mehr bestätigte. Da möchte ich gerne eben mal zufügen, wer glaubt, dass Papst Franziskus, der ja selbst Jesuit ist, der erste Jesuit auf dem Stuhl des Weißen Papstes ist, dem will ich gar nicht mal widersprechen. Aber wer glaubt, dass erst die letzten paar Päpste unter dem Einfluss der Jesuiten sind, dem muss ich widersprechen. Die gesamte Geschichte zeigt es auf, und ich habe es auch vorher schon in anderen Lesungen besprochen, wie zum Beispiel im Herrscher des Bösen, dass die Gesellschaft Jesu den Weißen Papst unter Kontrolle hatte, von Anfang an. Übrigens ist ein sehr wichtiges Indiz dazu, das könnt ihr ja nachschauen, ich habe ja das Video über den Schwur der Jesuiten inzwischen hochgeladen, die 2 Videos, da steht ja deutlich drin, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in dem Schwur drin steht oder woanders drin steht, in dem Schwur steht es, glaube ich, so wörtlich nicht drin, das stimmt, aber kann man sich trotzdem angucken. Die Jesuiten müssen ihren General anerkennen als Vicarius Filii Dei. Das heißt, der General der Jesuiten, der schwarze Papst, trägt denselben Titel wie der weiße Papst. Und da man nicht 2 Herren dienen kann, und wenn sie alle beide denselben Titel tragen, dann ist ja wohl deutlich, wem sie dienen. Und ich will damit im Grunde nur deutlich machen, ich hoffe, dass das kommt hier das kommt hier deutlich bei raus, bei dem, was ich hier die ganze Zeit erklären will, dass die Jesuiten den Papst absolut unter ihrer Kontrolle haben. Papst Pio IX, der, also Pius IX, über den wir hier sprechen,
hatte das längste Pontifikat in der Geschichte der Päpste überhaupt. Und er war von A bis Z von den Jesuiten kontrolliert, von Anfang bis Ende. Und er hat nur ihre Politik 100% brav erfüllt. Deswegen blieb er auch so lange im Amt. Ja? Die ganzen Papiere, die er rausgebracht hat, sind alle von Jesuiten geschrieben. Wie zum Beispiel hier, welche Sorge oder der Syllabus, der Fehler, über die wir jetzt noch kommen, hier die Quanta Cura, ne? Das ist das Magisterium Quanta Cura Teutonice. Und da sollte man mal suchen unter Gregor dem 16. alle Rechte der Eltern über ihre Kinder in Wikipedia. Da habe ich auch ein paar Links, werde mal sehen, ob ich die in die Beschreibungsbox mit reinmachen kann. So könnt ihr selbst ein bisschen eure Nachforschung anstellen, die ich auch angestellt habe hierzu. All diese Papiere, die Papst Pius der IX. In seinem langen Pontifikat, also Amtszeitraum des Papstes, veröffentlicht hat, waren alle von den Jesuiten gemacht. Und das ist ein sehr wichtiger Fakt, dessen man sich bewusst sein muss. Ja? Gut, wir lesen mal eben weiter, sonst verrenne ich mich hier noch. Also ich denke, dass ich den Punkt hoffentlich deutlich gemacht habe. Ja? Das Dogma der unbefleckten Empfängnis, ja, wie gesagt, also sowas steht nicht in der Bibel natürlich, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Im Jahr 1864 veröffentlichte Pius der IX. Dann die Enzyklika Quanta Cura, das ist also eine Enzyklika gegen Religionsfreiheit, Liberalismus und Ökumene, samt dem Syllabus der Fehler, der die besten politischen Prinzipien der modernen Gesellschaft mit dem Kirchenbann belegte. Was heißt denn das jetzt? Wollen wir doch mal eben Tacheles sprechen. Ja, der die besten politischen Prinzipien der modernen Gesellschaften mit dem Kirchenbann belegte. Das heißt, ganz deutlich, klar und deutlich gesprochen, alles, was die Reformation erreicht hat, nämlich, dass die Leute begriffen haben, dass sie keinen König brauchen, der vom Papst eingesetzt ist, sondern dass sie einen König haben, der Jesus Christus ist, im Himmel, und dass sie hier auf Erden sich selbst regieren sollen. Das hat dann Regierungsformen hervorgerufen wie Republiken und Demokratien, wo die Menschen sich selbst hier verwalten, weil Jesus Christus spirituell an der Spitze steht. All diese ganzen Regierungen, die halt nicht vom Papst autorisiert wurden, sind also für den Papst de facto Regierungen, keine de jure Regierungen. De jure Regierungen sind nur die, wo der Papst den König oder die Regierung einsetzt. Wenn die Menschen sich selbst verwalten und nicht auf den Papst hören, dann sind es nur de facto Regierungen. Und diese politischen Prinzipien der modernen Gesellschaften, das heißt modern, das heißt die Zeit nach der Reformation, die Zeit während der Reformation, wir leben ja immer noch während der Reformationszeitalter, aber nach dem dunklen Zeitalter, die besten politischen Prinzipien dieser modernen Gesellschaften sind alle mit dem Kirchenbann belegt. Was heißt denn das? Das heißt, dass der Papst sie verdammt, dass er sie nicht anerkennt und dass er und seine Armee, und das sind die Jesuiten, dagegen kämpfen werden. Das muss man darunter verstehen. Verdammt ist alles, fährt der Autor fort in einem Zitat, was dem heutigen Frankreich lieb und teuer ist. Wir sprechen hier vom 19. Jahrhundert, ja? Was Frankreich lieb und teuer ist. Was Frankreich lieb und teuer ist, das kann ich euch sagen, das war auch Deutschland lieb und teuer. Deswegen haben wir ein deutsches Reich geschaffen. Oder Bismarck hat es geschaffen. Verdammt ist alles, was dem heutigen Frankreich lieb und teuer ist. Das heutige Frankreich will des Staates Unabhängigkeit, nämlich die Unabhängigkeit von der Kirche, dass nicht mehr die spirituelle Macht über der temporalen Macht steht. Der Syllabus der Fehler lehrt, dass die kirchliche Gewalt ihre Autorität ohne die Zustimmung und Genehmigung der bürgerlichen Gewalt auszuüben habe. Ah ja? Der Syllabus, also die römisch-katholische Kirche, lehrt, dass die kirchliche Gewalt ihre Autorität ohne die Zustimmung und Genehmigung der bürgerlichen Gewalt auszuüben habe. Mit anderen Worten, die Kirche übt die Gewalt durch den Staat aus, den sie kontrolliert. Und das ist heute noch ganz genauso. Ihr glaubt immer, die Staaten, die Regierungen machen diese ganzen Gesetze. Nein, 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 nein. Das ist die Kirche. Wir leben hinter dem normalen Gesetz verborgenen kanonischen Recht. Und die Regierungen heute machen nur das,
was ihnen von der Schattenregierung erzählt wird. Und die Schattenregierung sind die Diözesen, die Bischöfe und die Kardinäle, die dahinter sind. Das ist die wirkliche Macht im Lande. Der Syllabus lehrt, dass die kirchliche Gewalt ihre Autorität ohne die Zustimmung und Genehmigung der bürgerlichen Gewalt auszuüben habe. Also kirchliche Gewalt ohne Zustimmung der bürgerlichen Gewalt. Und wer ist die bürgerliche Gewalt in erster Stelle? Die Bürger doch. Die haben aber nichts zu sagen. Das sagt die Kirche in ihrem Syllabus, der Fehler. Das heutige Frankreich will die Gewissensfreiheit und die Religionsfreiheit. Das wollen wir doch alle. Wir wollen doch, dass unser Gewissen frei ist und nur gebunden ist an unseren Herrn. Und wir wollen Religionsfreiheit in der Hinsicht, dass wir die Freiheit haben wollen, unseren Gott anzubeten, so wie er es uns lehrt, dass er angebetet werden möchte. Der Syllabus jedoch lehrt, dass die römische Kirche das Recht habe, Gewalt einzusetzen und die Inquisition wieder einzuführen. Das heutige Frankreich, also immer noch im 19. Jahrhundert, erkennt die Existenz mehrerer Arten der Gottesverehrung an. Der Syllabus besagt, dass die katholische Religion als alleinige Staatsreligion betrachtet werden müsse und alle anderen ausgeschlossen seien. So, das sagt die römisch-katholische Kirche. Das sagt der Syllabus an dieser Stelle, das sagt die römisch-katholische Kirche auch. Sie ist die einzige Staatsreligion. All die ganzen Länder, die ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche abgeschlossen haben, in diesem Konkordat steht eben die Ermächtigung der römisch-katholischen Kirche als einzige Religion. Das heißt, alle anderen Religionen haben sich ihr zu unterstellen oder haben zu verschwinden. Dafür führt man dann halt wieder die Inquisition, wie wir gerade eben gelesen haben. Die katholische Religion als einzige oder alleinige Staatsreligion betrachtet werden müsse und alle anderen ausgeschlossen seien. Religionsfreiheit, und das war der große Fehler, den sie in Amerika damals nicht verstanden hatten, als sie in ihrer Verfassung Religionsfreiheit verankert haben. Religionsfreiheit für die römisch-katholische Kirche bedeutet lediglich, dass die römisch-katholische Kirche in der Lage ist, ihre Religion auszuüben. Das ist Religionsfreiheit für Katholiken. Und nichts anderes. Wir verstehen da vielleicht darunter, dass wir andere tolerieren. Protestanten sagen sich zum Beispiel, natürlich, lass die anderen ihre Religion haben. Wir können versuchen, sie mit dem Wort Gottes davon zu überzeugen. Und wenn es nicht klappt, ja gut, dann leben wir halt nebeneinander her und Gott wird richten. Ne? Die römisch-katholische Kirche sagt von, ihr müsst euch alle der römisch-katholischen Kirche unterstellen. Und wenn ihr das nicht tut, dann werden wir euch umbringen. Konvertiere oder stirb. Hat übrigens Edmond Paris auch ein sehr schönes Buch drüber geschrieben. Aber da kommen wir später noch zu. Das heutige Frankreich erklärt, dass das Volk souverän sei. Aber der Syllabus, verdammt, ein allgemeines Wahlrecht. Der Syllabus sagt auch, dass nur der Papst souverän ist. Das heutige Frankreich bekundet, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich seien. Der Syllabus bekräftigt, dass Geistliche von ordentlichen Zivil- und Strafgerichten freigestellt seien. Ja? Versteht das gut? Ich lese es nochmal. Das heutige Frankreich bekundet, ne? Das war ja in den Erklärungen der Menschenrechte, das war in der Zeit nach der Französischen Revolution, die von den Illuminaten geleitet wurde, also von den Jesuiten, als sie sich verborgen hatten, in der Zeit, als sie offiziell verboten wurden, 1789. Das heutige Frankreich, von dem wir hier sprechen, bekundet in der Erklärung der Menschenrechte, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich seien. Der Syllabus der römisch-katholischen Kirche von Pius IX. Bekräftigt jedoch, dass Geistliche von ordentlichen Zivil- und Strafgerichten freigestellt seien. So, jetzt sagt ihr von, ja, was passiert denn dann? Das ist die Frage, die bei manchen Leuten dann mal aufkommt, wenn sie ein bisschen nachdenken. Ja, was passiert denn dann, wenn ein Priester zum Beispiel ein Verbrechen begeht? Stell dir mal vor, ein Priester vergewaltigt ein Kind. Sagt er von, ja, wo kommst du denn daher? Die Pädophilie-Agenda der römisch-katholischen Kirche weltweit ist ja wohl weit bekannt. Und wenn das passiert, dass ein Priester ein Kind vergewaltigt und das kommt sozusagen zwischen Anführungszeichen raus, kommt an die Öffentlichkeit, was passiert denn dann? Ja, dann schaut mal solchen Film wie, wie war das damals da von dem Boston Globe, Spotlight. Kennt ihr den?
Googelt das mal. Schaut mal den Film. Was passiert denn dann? Der Priester wird versetzt. Und er wird, wenn er überhaupt bestraft wird, innerhalb der römisch-katholischen Kirche bestraft. Aber ein normales, weltliches Gericht kann keinen Priester, kann keinen Geistlichen der römisch-katholischen Kirche anklagen. Deswegen sind all diese ganzen Untersuchungen zur römisch-katholischen Pädophilie-Agenda, zur römisch-katholischen Sodomie-Agenda im Grunde komplett, ja, ich will nicht sagen unnütz, weil es ist natürlich schon wichtig, die Leute darüber aufzuklären, aber es wird niemals eine irdische Gerechtigkeit dafür geben. Weil eben die Geistlichen vom ordentlichen Zivil- und Strafgerichten freigestellt sein. Die haben Immunität. Sie sind nämlich an erster Stelle Bürger Roms. Aha. Und damit sind sie also im Grunde diplomatisches Personal. In jedem Staat, wo sie sind. Katholiken, die für die römisch-katholische Kirche arbeiten, sind deren Diplomaten und sind von Zivil- und Strafgerechten freigestellt. Tja, deswegen gibt es auch keine Gerechtigkeit. Ich hatte hier noch einen kleinen Kommentar vorbereitet, der steht, das ist genau wie in George Orwells Farm der Tiere, wenn ihr den Film kennt. Wenn ihr ihn nicht kennt oder das Buch nicht kennt, anschauen oder lesen. Da steht dann drin, nachdem die Tiere da rebelliert hatten auf der Farm von den Bauern, schreiben sie ganz groß an die Scheune an, alle Tiere sind gleich. Und wenn die Schweine an die Regierung kommen, dann schreiben sie, alle Tiere sind gleich. Manche Tiere sind gleicher als andere. Ja, und wer glaubt, der Film hat mit Kommunismus zu tun, der bedenke seine Meinung vielleicht nochmal und setze mal eine religiöse Brille auf. Ja? Mit Kommunismus hat das nicht viel zu tun. Es geht hier eindeutig um die römisch-katholische Kirche. Aber gut. Das sind die von den Jesuiten in ihren Kollegien gelehrten Doktrinen. Welche? Dass die Geistlichen von ordentlichen Zivil- und Strafgerichten freigestellt seien. Das sind die von Jesuiten in ihren Kollegien gelehrte Doktrinen. Sie stehen an der Spitze der Armee, der Konterrevolution. Ihre, also die Jesuiten, ihre Aufgabe besteht in der Erziehung der ihr anvertrauten Jugend zum Hass auf die Grundsätze, auf denen die französische Gesellschaft beruht. Grundsätze, die die vorangegangenen Generationen um einen hohen Preis schufen. Grundsätze, die aus der Reformation hervorgingen und die nicht in die alte Weltordnung passen. Hier wird natürlich gesprochen von vorangegangenen Generationen um einen hohen Preis schufen, nach dem Motto, mit der Französischen Revolution ist ja viel Blut geflossen. Die meinen halt dieses Blut. Ich meine eher das Blut der Reformation und der Heiligen Jesu. Durch ihre Unterweisung versuchen sie, Frankreich in zwei Teile zu teilen und alles, was seit dem Jahre 1789, also der Französischen Revolution, geleistet wurde, in Frage zu stellen. Wir Menschen wollen Harmonie. Sie, die Jesuiten, wollen Konflikt. Wir Menschen, wir wollen Krieg, aber die Compagnie de Jesus, die Regimini Militantes Ecclesiae, sie wollen Krieg. Wir wollen ein freies Frankreich, sie wollen ein versklavtes Frankreich. Sie sind eine ihrer Befehle von außerhalb erhaltende Kampfgesellschaft. Sie bekämpfen uns jetzt, in diesem Moment. Verteidigen wir uns. Sie bedrohen uns, entwaffnen wir sie. Das war ein Zitat von Adolphe Michel aus seinem Buch Les Jésuites von 1879. Der ewige Anspruch des Heiligen Stuhls, die Zivilgesellschaft zu beherrschen, ja, kommen wir hier zurück auf, was ich bereits eher gesagt habe. Der ewige Anspruch des Heiligen Stuhls, die Zivilgesellschaft zu beherrschen, hatten wir ja hier oben schon mal gelesen, wo wir festgestellt hatten, dass Geistliche von ordentlichen Zivilgerichten freigestellt sein, dass also die, hier drüber hatten wir es irgendwo gelesen, finde das jetzt nicht mehr, dass also die spirituelle, die geistliche Macht über der temporären, über der zivilen Macht steht. Der ewige Anspruch des Heiligen Stuhls, die Zivilgesellschaft zu beherrschen, wurde damals erneut zum Ausdruck gebracht, wie es Renan, das ist Ernest Renan, ein Religionswissenschaftler, der lebte bis 1892, bereits 1848 in einem Artikel, mit dem Titel über den kirchlichen Liberalismus schrieb, Zitat,
Er hat demonstriert, dass die Volkssouveränität, ja, also das ganze Volk will souverän sein, mit anderen Worten, ja, da hat der Papst sicher eine ganze Menge gegen. Er hat demonstriert, dass die Volkssouveränität, die Gewissensfreiheit und sämtliche heutigen Freiheiten von der Kirche verdammt wurden. Er hat die Inquisition als die logische Konsequenz des ganzen rechtgläubigen Systems dargelegt, als die Zusammenfassung des Geistes der Kirche. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man was über die Inquisition kennt. Die Inquisition ist die Zusammenfassung des Geistes der Kirche. Welche Kirche kann das sein, die die Inquisition als Zusammenfassung ihres Geistes nennt? Kann das die Kirche von Jesus Christus sein, der gesagt hat, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke da? Übrigens ein Spruch, den die meisten überhaupt nicht verstehen. Sollte man mal drüber nachdenken. Wenn ich auf die rechte Wange von jemandem geschlagen werde, nur mal ein kleiner Tipp, mit welcher Hand schlägt er mich, wenn er mich mit der rechten Hand schlägt, so wie die meisten Menschen eben Rechtshänder sind, welche Seite der Hand bekomme ich dann auf die Wange? Die Innenseite oder die Außenseite? Dann denkt man drüber nach, was das bedeutet. Aber da will ich jetzt hier nicht weit zu weit eingehen. Das war hier ein ganz eigenes Video. Das kann man darüber machen. Ja? Die Inquisition ist die Zusammenfassung des Geistes der Kirche. Ist das der Geist Jesu Christi? Ist das der Geist des Heiligen Geistes? Ist das der Geist von unserem Vater im Himmel? Die Inquisition? Und wenn ich weiß, was die Inquisition ist, der sollte mein nächstes Projekt auf gar keinen Fall verpassen und kann sich in der Zwischenzeit History of the Inquisition in Englisch auf meinem zweiten Kanal anschauen. Einer der wichtigsten Sätze des ganzen Buches. Inquisition ist die Zusammenfassung des Geistes der Kirche. Nun, der Heilige Stuhl fügte noch hinzu, Zitat, wenn sie dazu in der Lage sein wird, wird die Kirche die Inquisition zurückbringen. Tut sie es nicht, dann weil sie es nicht tun kann. Ende Zitat. Nun, erstens war die Inquisition damals zwar offiziell abgeschafft, aber nicht vollständig. Selbst heute gibt es die Inquisition noch. Es nennt sich natürlich nicht mehr Inquisition, der Name ist, wie wir ja inzwischen wissen, verändert, in die Kongregation für die Doktrin in Glaubensfragen. Das ist der neue Name. Unser wunderbarer deutscher Papst Ratzinger war 25 Jahre Vorsitzender dieser Glaubenskongregation, also der Inquisition. Und die Inquisition hat sich ganz einfach verändert. Heute kann man die römisch-katholische Kirche nicht mehr mit ihren Wagen durch die Straßen sehen fahren und die Inquisitoren da drauf, die dann die Leute aus den Häusern holen und unterfragen und wenn ihnen die Antworten nicht passen, foltern und ermorden, so wie es damals war. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute macht man das anders. Heute gebraucht man Kriege dazu. Ja? Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg. All die ganzen Kriege, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg geführt haben, alle Kriege vor dem Zweiten Weltkrieg auch, die meisten sind halt Inquisitionskriege. Es geht immer um Religion. Ja? Wenn die Kirche dazu in der Lage sein wird, wird sie die Inquisition zurückbringen. Tut sie es nicht, dann weil sie es nicht tun kann. Nicht, weil sie es nicht tun will, sondern weil sie es nicht tun kann. Ja, sie tut es. Sie tut es unter einem anderen Namen. Sie bringt die Inquisition zurück unter einem anderen Namen. So erkennt sie dann keiner mehr. Wenige Jahre nach dem Syllabus, also 1864, als das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet wurde, das war 1870, zeigte sich die Macht der Jesuiten über den Vatikan noch stärker. Abt Brugoret schrieb, dass dieses Dogma über die schlimmen Jahre von 1870-71, die Frankreich in Trauer versetzten, die Helligkeit einer großen christlichen Hoffnung legen sollte. Derselbe Autor fügte hinzu, Zitat, man kann sagen, dass während der ersten Hälfte des Jahres 1870 die Kirche Frankreichs nicht mehr in Frankreich war. Sie war in Rom, inbrünstig mit dem allgemeinen Konzil beschäftigt, das Pius IX. In den Vatikan einberufen hatte. Ende Zitat. Laut Monseigneur Pie, das war Ludwig Franz Desiderius Edward Pie, Bischof von Poitiers, hatte besagte französische Geistlichkeit ihre eigenen Livreen, also
uniformartige Dienerkleidung. Grundsätze sowie französischen oder gallischen Freiheiten. Ne? Man muss sich da mal mit der Geschichte der gallischen Kirche beschäftigen, die ja die römisch-katholische Kirche zwar als spirituellen, also geistlichen Führer akzeptiert hat, aber immer die weltliche Führung des Papstes angezweifelt hat. Vollständig fallen gelassen, endet der Satz hier. Also ich lese den Satz nochmal eben. Laut Monsignor Pi hatte besagte französische Geistlichkeit ihre eigenen Livreen, Grundsätze sowie französischen oder gallischen Freiheiten vollständig fallen gelassen. Mit anderen Worten, zurück zu Rom. Die Eigenständigkeit, wenn man da überhaupt von sprechen kann, von der Eigenständigkeit der französischen katholischen Kirche, wurde aufgegeben. Das ist nichts weiter als ein früher Ökumenismus, wenn man so will. Zurück unter die Fittiche von Rom zu kommen. Come back to Mama. Dem fügte der Bischof von Poitiers hinzu, verzichtet habe man darauf zugunsten des Autoritätsprinzips, gesunder Lehre und gemeinen Rechts. Sie habe all dies unter die Füße des Oberhirten gelegt, ihm daraus einen Thron bereitet und mit der Posaune geblasen mit den Worten: Der Papst ist unser König, nicht allein ist sein Wille unser Befehl, sondern seine Wünsche unsere Regeln. Ende Zitat. Das sagt der Bischof Monseigneur Pie, ja? Bischof von Poitiers. Nochmal. Der Papst ist unser König. Spricht dieser Bischof für das ganze französische Volk. Wenn heute ein deutscher Bischof dasselbe sagen würde, spricht er auch für euch? Der Papst ist unser König? Nicht allein ist sein Wille unser Befehl, sondern sind seine Wünsche unsere Regeln. Und da habe ich natürlich eine Bemerkung zu, aus der Bibel mal eben. Erinnert ihr euch? Wie sagten doch die Juden als Antwort auf die Frage, ob Jesus Christus ihr König wäre? Die Antwort der Juden war: Wir haben keinen König außer Cäsar. Der Papst ist Cäsar, Pontifex Maximus. Der Papst ist unser König. Deutlich genug ist die Selbstauslieferung der Gesamtheit der nationalen Geistlichkeit in die Hände der römischen Kurie und infolgedessen die Unterwerfung der französischen Katholiken unter den Willen eines ausländischen Despoten, der unter dem Deckmal von Dogma bzw. Moral ihnen ungeachtet jedes Einspruchs seine politischen Richtungen aufzuzwingen gedachte. Wie war das jetzt hier? Die Selbstauslieferung der Gesamtheit der nationalen Geistlichkeit in die Hände der römischen Kurie und infolgedessen die Unterwerfung der französischen Katholiken, also des Großteils der französischen Bevölkerung, unter den Willen eines ausländischen Despoten. Wer ist das denn? Na, der Papst von Rom. Der Antichrist. Die liberalen Katholiken protestierten vergeblich gegen den unverschämten Anspruch des Heiligen Stuhls, seine Gesetze im Namen des Heiligen Geistes zu diktieren. Abt Brugret lässt uns wissen, dass von Montalembert, deren Kopf in der Gazette de France einen Artikel veröffentlicht, in dem er vehement gegen jene protestierte, die, Zitat, Gerechtigkeit und Wahrheit, Vernunft und Geschichte dem Götzenopfern, den sie im Vatikan aufgestellt haben. Ende Zitat. Das ist mal eine kräftige Aussage in der Gazette de France. Gerechtigkeit und Wahrheit, Vernunft und Geschichte dem Götzenopfern, den sie im Vatikan aufgestellt haben. Wer ist denn der Götze? Der Papst. Er nennt sich selbst Gott auf Erden. Ja? Und ist damit ein Idol, von dem der Gott der Bibel sagt, man soll sich keine Idole machen. Man soll sich keine machen und man soll sich auch keine Menschen als Idole hinstellen. Aber der Papst wird als solches gesehen. Mehrere bekannte Bischöfe, wie die Patres Hyacinthe Loison, der lebte von 1827 bis 1912, und Gratry, das ist Auguste-Joseph-Alphonse Gratry,
bis 1872 schlossen sich dem an. Nun letzterer nicht ohne Lebhaftigkeit. Pater Gratry sagte, Zitat, er eröffnete Monseigneur de Champ nacheinander seine vier Briefe. Er behandelte darin nicht nur historische Ereignisse, wie zum Beispiel die Verdammung von Papst Honorius I., der sich nach seiner Aussage gegen die Proklamation der päpstlichen Unfehlbarkeit gestellt habe, sondern er prangerte scharf und verbittert die von maßgeblichen Katholiken betriebene Geringschätzung der Wahrheit und wissenschaftlichen Integrität an. Einer von ihnen, ein geistlicher Bewerber für den Doktortitel der Theologie, hatte es sogar gewagt, vor der Pariser Fakultät gefälschte Dekretalen, das sind päpstliche Rechtsentscheidungen, zu rechtfertigen, mit der Erklärung, Zitat, es war kein abscheulicher Betrug, Ende Zitat. Und Gratry fügte hinzu, noch heutzutage wird erklärt, dass Galileos Verdammung angebracht gewesen sei. Ihr Kleingläubigen mit elendem Herzen und schmutziger Seele, eure Schliche sind skandalös. An dem Tage, wo die großen Naturwissenschaften über die Welt hinausgehoben wurden, da habt ihr sie verdammt. Ihr braucht nicht überrascht zu sein, wenn Menschen, ehe sie euch vergeben, von euch Beichte, Buße, tiefe Reue und Genugtuung für von euch begangenes Verschulden erwarten. Ende Zitat. Es erübrigt sich zu sagen, dass die Jesuiten, inspirierende Agenten Pius des IX. Und allmächtig über das Konzil, in einer Zeit, wo sie das Ziel, das sie sich einst Mitte des 16. Jahrhunderts auf dem Tridentinum gesteckt hatten, auf Beichte, Buße, Genugtuung oder Entschädigung nicht bedacht waren. Muss ich nochmal eben was erklären bei diesem Satz. Es erübrigt sich zu sagen, dass die Jesuiten inspirierende Agenten von Pius IX., da bin ich ja schon am Anfang des Videos drauf eingegangen, dass der total unter ihrer Kontrolle stand, allmächtig über das Konzil in der Zeit war, das war 1870, das erste Vatikanische Konzil, ja, wo sie sich das Ziel, das sie sich einst Mitte des 16. Jahrhunderts auf dem Tridentinum gesteckt hatten, das ist das Konzil von Trient. Das Konzil, das 1545 einberufen wurde, bis 1563 dauerte. Wenn wir uns jetzt erinnern, die Jesuiten wurden 1540 vom Papst Paul III. Ordiniert und 5 Jahre später hatten sie das Konzil von Trient errichtet und geleitet. Ein ganz, ganz wichtiges Konzil. Und das ist immer noch richtunggebend, heutzutage noch. Und damals hatten sie sich das Ziel gesteckt, auf Beiche, Buße, Genugtuung oder Entschädigung, da waren sie nicht drauf bedacht. Bereits zur damaligen Zeit, also zur Zeit des Konzils von Trient, befürwortete Laïnès die päpstliche Unfehlbarkeit. Laïnès war der zweite General der Jesuiten nach Ignatius von Loyola, hat er Laïnès übernommen. Laïnès hat auch die Leitung in dem Konzil von Trient übernommen, nach dem Tod von Ignatius von Loyola. Einzig galt es, einen Anspruch, beinahe so alt wie das Papsttum selbst, zum Dogma zu erheben. Versteht ihr das? Die Jesuiten haben schon immer die päpstliche Unfehlbarkeit propagiert. Warum? Wenn ich als General der Jesuiten den weißen Papst kontrolliere und dann das Dogma verkünde in der Welt, dass der weiße Papst unfehlbar ist, dann bin ich unfehlbar, weil ich kontrolliere die Unfehlbarkeit. Einzig galt es, einen Anspruch beinahe so alt wie das Papsttum selbst zum Dogma zu erheben. Das Papsttum hat schon immer von sich behauptet, es ist unfehlbar. Nur, es war noch kein katholisches Dogma. Seit dem Vatikanischen Konzil 1870 ist es Dogma und ist es auch offiziell kanonisches Recht. Das heißt, es ist im kanonischen Recht festgeschrieben, dass der Papst, wenn er ex cathedra von seinem Thron spricht, unfehlbar spricht. Das ist jetzt Dogma. Wie gesagt, es war schon immer ein Anspruch des Papsttums, wie wir hier lesen können, schon immer, aber es ist jetzt in Dogma gekehrt geworden, 1870. Es zu bestätigen, war bis dahin kein anderes Konzil bereit. Es gab ja schon viele Konzile. Es gab die ganzen Laterankonzile, angefangen in 325, das Konzil von Nicea,
da fing das ja an. Könnt ihr ja ausrechnen oder selbst mal informieren, wie viele Konzile es gab. Von Anfang an hätten sie das im Grunde machen wollen, aber es hat noch kein einziges Konzil, war noch kein einziges Konzil bereit dazu, diesen Anspruch des Papstes auf Unfehlbarkeit zum Dogma zu erheben. Jedoch schien damals, 1870, der Augenblick gekommen. Außerdem hatte die ausdauernde Arbeit der Jesuiten die nationale Geistlichkeit zur Preisgabe ihrer letzten Freiheiten vorbereitet. Der drohende Zusammenbruch der zeitlichen Macht der Päpste, dazu kam es, bevor das Konzil abstimmte, also das sprechen wir über die Wunde aus Offenbarung 13, das Ende der 1260 Jahrtage von 606 bis 1866, verlangte, also der drohende Zusammenbruch der zeitlichen Macht der Päpste verlangte, so die Ultramontanen, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, das sind also die Perende ac Cadaver, Kadavergehorsam an den Papst, die Ultrarechten würde man heutzutage wohl sagen, nach einer Stärkung seiner geistlichen Autorität. Das Argument setzte sich durch und verhalf mitten im 19. Jahrhundert dem Diktatus Papae Gregors des Siebten, das war zwischen 1019 und 1030 hat er regiert, das heißt Lehrsätzen der mittelalterlichen Theokratie zum Triumph. Nochmal eben den Sinn, sodass wir ihn im ganzen Zusammenhang bitteschön verstehen. Das ist nämlich viel zu wichtig, um so auseinandergeschlachtet durch Erklärungen zu werden. Ich lese den letzten Satz hier eben nochmal. Wo fängt er denn an? Ja, hier oben, das ist der ganze Absatz hier. Ne? Es zu bestätigen, also das Dogma, war bis dahin kein anderes Konzil bereit. Doch schien damals der Augenblick gekommen. Außerdem hatte die ausdauernde Arbeit der Jesuiten die nationale Geistlichkeit zur Preisgabe ihrer letzten Freiheiten vorbereitet. Der drohende Zusammenbruch der zeitlichen Macht der Päpste verlangte, so die Ultramontanen, nach einer Stärkung seiner geistlichen Autorität. Ja, wenn der Papst keine weltliche Autorität mehr hat, dann muss seine geistliche Autorität gestärkt werden. Wie kann man das machen? Indem man den Papst als unfehlbar erklärt. Das Argument setzte sich durch und verhalf mitten im 19. Jahrhundert dem Diktatus Papae Gregors des Siebten, der Lehrsätzen der mittelalterlichen Theokratie zum Triumph. Das heißt, Gregor der Siebte, Hildebrand, hat den Grundstein gelegt, den auf den Pius der Neunte später dann sein, zwischen Anführungsstrichen, Haus gebaut hat, der Unfehlbarkeit des Papstes. Ja? Was das neue Dogma vor allem weihte, war die Allmacht der Societas Jesu in der römischen Kirche. Zitat: Unter dem Schutz der Jesuiten, die sich soeben im Vatikan niedergelassen hatten, da diese von den säkularen Mächten bis zuletzt als kriminelle Vereinigung aus sämtlichen freien Ländern verstoßen worden waren, arbeitete das Papsttum auf neue Ziele hin. Quintessenz des Satzes habe ich gehighlightet, so könnt ihr das lesen. Unter dem Schutz der Jesuiten arbeitete das Papsttum auf neue Ziele hin. Und diese Ziele werden bis heute verfolgt. Und die spüren wir hier in Europa, in dem erneuten Heiligen Römischen Reich jeden Tag. Diese Übelgesinnten, die aus dem Evangelium bis heute ein Blut- und Tränenspektakel gemacht haben und die ärgsten Feinde der Demokratie und Gedankenfreiheit bleiben, die Jesuiten, darüber sprechen wir hier, ja, beherrschen die römische Kurie. All ihre Anstrengungen konzentrieren sich auf die Aufrechterhaltung ihrer verderblichen Vorherrschaft und schändlichen Lehren in der Kirche. Als unnachgiebige Theokratieapostel, der Sache der extremen Zentralisierung verschrieben, werden sie als Meister des modernen Katholizismus angesehen und drücken seiner Theologie, seiner offiziellen Frömmigkeit sowie seiner korrupten Politik ihren Stempel auf.
Als regelrechte vatikanische Janitscharen. Ja, was sind Janitscharen? Das waren im Osmanischen Reich die Elitetruppe der Armee. Sie stellten die Leibwache des Sultans und erreichten höchste Positionen im osmanischen Staatswesen. Und das Äquivalent davon in der römisch-katholischen Kirche sind also die Jesuiten. Als regelrechte vatikanische Janitscharen stiften sie alles an, bestimmen alles, dringen überall ein, begründen Durchdringung als Regierungssystem, ein einer Kasuistik anhangendes, deren völlige Verdorbenheit von der Geschichtswissenschaft bis heutigen Tags aufgedeckt wurde und zu Pascals unvergessenen, erhabenen Spottblättern anregte. Über den Syllabus vom Jahre 1864, den sie selbst aufstellten, der wird natürlich verbunden mit Papst Pius dem IX., aber aufgestellt, geschrieben wurde er von Jesuiten. Über den Syllabus vom Jahre 1864, den sie selbst aufstellten, erklärte Pius der IX. Aller Freigeisterei, also Denkweise frei aller religiösen Lehren, den Krieg und billigte das Dogma der Infallibilität, also der Unfehlbarkeit, das ein wahrhafter historischer Anachronismus ist und um den sich die moderne Wissenschaft nicht weniger kümmern könnte. Das letzte war ein Zitat aus Louis Reglin, L'Église chrétienne primitive et le catholicisme, also die christliche Urkirche und Katholizismus. Für diejenigen, die in den Zeilen, die wir eben zitiert haben, wider alle Wahrscheinlichkeit unbedingt eine boshafte Übertreibung sehen möchten, und solche Leute gibt es ja immer wieder, auch in der Kommentarsektion meines Videos, können wir nichts Besseres tun, als aus Daniel Robs streng gläubiger Feder die Bestätigung besagter Tatsachen schlechthin zu erbringen. Diese Bestätigung wiegt noch schwerer durch die Tatsache, dass sie im Jahre 1959 unter dem Titel, Zitat, Die Wiederherstellung der Societas Jesu, in der jesuiteneigenen Publikation Etudes, ja, das ist diese Publikation, die ich hier im Bild habe, veröffentlicht wurde. Es ist daher eine wahrhaftige Verteidigungsrede, aus der wir lesen. So, jetzt wird hier zitiert aus Etudes. Es ist ein jesuiteneigenes Magazin. Sie sagen es hier selbst. Ja? Zitat. Die Reorganisation, also Neugestaltung, der Societas Jesu, Kompanie Jesus oder Gesellschaft Jesu, hatte aus vielfältigen Gründen beträchtliche historische Bedeutung. Was war denn, doch mal eben, bevor wir das Zitat hier weiterlesen, was war denn die Reorganisation der Societas Jesu? Das war das, was ich immer schon gesagt habe. Das war das Verbieten der Gesellschaft Jesu für 41 Jahre zwischen 1773 und 1814 in den Untergrund gehen und die Säkularisation dieses Ordens. Ja? Die Reorganisation der Societas Jesu hatte aus vielfältigen Gründen beträchtliche historische Bedeutung. Der Heilige Stuhl hatte diese ihrer Sache völlig hingegebene treue Truppe, die alsbald hierauf benötigt werden sollte, wiederentdeckt. Viele Patres sollten während jenes Jahrhunderts und bis heute hinein einen diskreten, aber entscheidenden Einfluss auf bestimmte vom Vatikan angenommene Wesensarten ausüben. Eine Art Sprichwort konnte man sogar in Rom hören. Zitat, die Federhalter des Papstes sind Jesuiten. Ende Zitat. Das steht in einer jesuiteneigenen Zeitschrift. Ihr Einfluss bei der Herausbildung der Herz-Jesu-Verehrung, ja, wir haben ja das unbefleckte Herz von Maria und das heilige Herz von Jesu, die Verehrung, beide von den Jesuiten vorangetrieben. Ihr Einfluss bei der Herausbildung der Herz-Jesu-Verehrung, wie auch bei der Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis, bei der Herausgabe des Syllabus, wie auch bei der Definition der Unfehlbarkeit, war offensichtlich. Die Gedanken des Papstes während des gesamten Pontifikats Pius IX. Wiederzugeben, war die Aufgabe der von dem neapolitanischen Jesuiten Karl Curci gegründeten Civilta Cattolica. Und Civilta Cattolica ist das Hausorgan der Jesuiten, wie wir es heute kennen.
von dem es auch ein paar interessante Zitate gibt. Hier im Bild. Dieses Bekenntnis ist deutlich genug. Wir würden nur den seligen Geist dieses frommen Akademikers daran erinnern, dass, folgerichtig und aus dem vorangegangenen Zusammenhange heraus beurteilt, es in der Tat die Gedanken des Papstes waren, die in den Anschauungen der Civilta Catholica wiedergegeben wurden. Es braucht nicht gesagt zu werden, dass die gleichermaßen ihres Geistes wie ihrer Organisation wegen in Rom allmächtigen Jesuiten gedachten, das Papsttum mehr und mehr in die internationale Politik zu verwickeln, wie Louis Rougelin schrieb, Zitat, da sie ihre zeitliche Macht verloren hatte, nutzte die Kirche Roms jede Gelegenheit, den Boden zurückzugewinnen, den sie durch wiederholtes Auftreten diplomatischer Aktivitäten gezwungen war aufzugeben, da ihr schlau verstecktes Programm darin besteht, zu teilen, um zu herrschen, hat sie jeden Konflikt zu ihren Gunsten zu wenden versucht. Ende Zitat. Gemäß dem Plane der loyalischen Ziele begünstigte das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit dieses Wirken des Heiligen Stuhls, dessen Bedeutung man an der Tatsache ablesen kann, dass die meisten Staaten einen bei ihm akkreditierten Vertreter haben. Das heißt, die meisten Staaten haben einen akkreditierten Vertreter. Was heißt das? Das heißt, dass sie einen Botschafter haben. Und gehen wir doch mal eben auf den Botschafter von Amerika ein. Es ist ja etwas für euch nichts Neues, dass ich mich hier mal berufe auf eine Buchlesung von meinem Bruder Tom Fress von Inquisition Update aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der das Buch gelesen hat, The Global Vatican. Ja? Das Buch, das ich hier im Bild habe. Was steht denn hier? Geschrieben von Ambassador Francis Rooney. Ambassador ist das englische Wort für Botschafter. So, was haben wir gerade gelesen in diesem Buch? Akkreditierte bevollmächtigte Vertreter, das sind Botschafter. Ja? So einfach ist das. Ja, aber den ganzen Satz nochmal eben lesen, dass wir es bitte verstehen. Gemäß dem Plane der loyalischen Ziele begünstigte das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit dieses Wirken des Heiligen Stuhls, dessen Bedeutung man an der Tatsache ablesen kann, an der Tatsache, dass die meisten Staaten einen bei ihm akkreditierten Vertreter haben. Das heißt, die Staaten haben einen Botschafter beim Papst. Und das ist auch der Grund, weshalb sämtliche Staatsoberhäupte, ob das Könige, Fürsten, Präsidenten, Kanzler oder sonst was sind, zum Papst gehen und ihm den Ring küssen. Gebt gleich welches Staatsoberhauptes Namen in die Suchmaschine im Internet ein und tippt dazu den Namen oder einfach nur Papst. Und ihr werdet Bilder sehen, wo all diese Leute beim Papst auf Audienz sind. Der Papst ist der König der Könige auf dieser Welt. Der selbsternannte König der Könige dieser Welt. Weil der wirkliche König der Könige ist Jesus Christus. Aber der Papst ist sein Stellvertreter, sein selbsternannter Stellvertreter. Und in seinem Vatikan hat jeder Staat akkreditierte Vertreter, Diplomaten, Botschafter. Unter dem Deckmantel von Dogma, fahren wir fort, unter dem Deckmantel von Dogma und Moral, Gegenstände, die im Grunde das unfehlbare Wort beschneiden, verfügt der Papst heute über eine uneingeschränkte Autorität über die Gewissen der Gläubigen. Also, nicht Gott ist die Autorität über das Gewissen der Gläubigen, sondern der Papst. Und genau darin liegt der Konflikt von Protestanten mit Katholiken. Protestanten sind der Meinung, dass die Bibel und die Bibel alleine
damit das Wort Gottes und Gott selber die Autorität über ihr Gewissen ist. Und der Papst sagt, nein, ich bin die Autorität über das Gewissen der Gläubigen. Und das ist ein Konflikt, Menschen, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Das ist ein Konflikt. Der Papst sagt das und er tut alles dazu, um das auch durchzusetzen. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann kriegst du seinen Unwill zu spüren. Unter dem Deckmantel von Dogma und Moral, Gegenstände, die im Grunde das unfehlbare Wort beschneiden, verfügt der Papst heute über eine uneingeschränkte Autorität über die Gewissen der Gläubigen. So sehen wir, dass der Vatikan während des 20. Jahrhunderts aktiv in der Innen- und Außenpolitik von Ländern engagiert ist und letztere dank katholischer Parteien sogar regiert. Ja, die Parteien sind alle, wie soll ich das jetzt richtig sagen, diejenigen, die der Partei was zu sagen haben, tun das, alles was sie sagen, nur in Übereinstimmung mit der römisch-katholischen Kirche. Wenn sie gegen die römisch-katholische Kirche sprechen, dann werden sie behandelt wie Kennedy oder andere Leute oder Lincoln zum Beispiel. Ne? Ein Staatsoberhaupt, das sich gegen die römisch-katholische Kirche stellt, wird aus seinem Amt entfernt. I-N-R-I, Iustrum Necker Regis Impius, wie ich im Eid der Jesuiten vorgelesen habe. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr es nicht versteht. Aber es ist eben für die römisch-katholische Kirche rechtens heretische Führer, und heretisch ist jeder, der sich gegen die römisch-katholische Kirche stellt, aus dem Amt zu entheben und des Lebens zu entnehmen. I-N-R-I. So sehen wir, dass der Vatikan während des 20. Jahrhunderts aktiv in der Innen- und Außenpolitik von Ländern engagiert ist und letztere dank katholischer Parteien sogar regiert. Und das ist im 21. Jahrhundert nicht anders, Leute. Wer heute noch wählen geht, der hat das immer noch nicht verstanden. Man wählt nicht das kleinere Übel, man wählt immer Übel. Man wählt immer dasselbe Übel. Egal, ob du rechts oder links wählst, ob du CDU oder SPD wählst, ob du Grüne oder Linke oder AfD oder welche Partei auch immer wählst. Es gibt keine Partei, die antritt, die nicht vom Papst akkreditiert ist. Das ist vielleicht ein bisschen hochgesagt, aber im Grunde geht es darauf hinaus. Nicht akkreditiert von der römischen katholischen Hierarchie. Eine Regierung, die da nicht von akkreditiert ist, oder eine Partei, die da nicht von akkreditiert ist, die gibt es nicht. Der Vatikan während des 20. Jahrhunderts regiert aktiv. Und das ganz offiziell. Seitdem Mussolini den Papst wieder eingesetzt hat mit dem Lateranvertrag 1929. Wir sehen darüber hinaus, dass er Männer der Vorsehung, wie beispielsweise Mussolini und Hitler, unterstützt, die infolge seiner Hilfe Katastrophen schlimmster Art auslösen. Meine lieben Zuschauer, ich kann euch nur sagen, ob euch diese Lesung jetzt gefällt oder nicht, zur Not besorgt euch das Buch selbst und lest es selber. Aber was wir in diesem Buch noch lesen über die Zusammenarbeit der römisch-katholischen Kirche mit Adolf Hitler, das wird euch mal die Augen öffnen und dann werdet ihr deutsche Geschichte mal so sehen, wie sie euch leider nirgendwo anders erzählt wird. Großzügig würdigte Christi Stellvertreter die Dienste dieser famosen Gesellschaft, die derart hart und gut zu seinen Gunsten arbeitete. Diese Söhne Satans, wie manche mutigen Geistlichen sie einstuften, sind voll des Schmutzes, können sich andererseits aber des erhabenen Zeugnisses der völligen Zufriedenheit rühmen, dass ihnen der selige Papst seine Heiligkeit, Pius XII., ausstellte, dessen Beichtvater, das wissen wir, ein deutscher Jesuit war, Kardinal Bea, der unter anderem Alberto Rivera in die Archive des Vatikan geleitet hat. Nur mal ebenso als Nebeninformation. Papst Pius XII.
heilig gesprochen. Hitlers Papst, Eugenio Pacelli. Römisch-katholischer Nunzio von 1917 bis 1929 in Deutschland. Vorbereiter oder Mitunterzeichner des Konkordats 1933 zwischen Franz von Papen und dem Heiligen Stuhl. Ein Konkordat, das in Deutschland heute noch gilt. Lesen wir diesen am 9. August 1955 bei Lacroix erschienenen Text. Zitat: Die Kirche will Soldaten von keiner anderen Art als jene dieser Kompanie. Mögen die Söhne Loyolas bestrebt sein, auf den Fußspuren ihrer Vorgänger und Vorvorgänger zu wandeln. Ende Zitat. Sie tun es heute wie damals, zum Leidwesen der Nation. Ich denke, es gibt eine Menge, worüber ihr gerne mal nachdenken möchtet nach dieser Lesung. Wenn ihr Fragen habt oder Bemerkungen habt, dann freue ich mich darüber, in der Kommentarsektion des Videos zu lesen. Und ansonsten kann ich euch nur anraten, studiert diese verborgene Geschichte. Und nicht nur die verborgene Geschichte der Jesuiten, aber die allgemeine verborgene Geschichte selber. Besonders dann, wenn ihr Zweifel habt an auch nur einem einzigen Wort, das ich heute gelesen oder kommentiert habe. Ich hoffe, die Lesung hat euch gefallen. Ich mag euch zur nächsten Lesung zurück begrüßen, wenn ich mich wieder einfinde, um einen weiteren Teil der verborgenen Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris in Deutsch für euch zu lesen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Möge Gott euch behüten und schützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state.
It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.